Liebe Leute, wir haben ja wirklich gesehen, zu was wir entstanden sind, wenn wir alle gemeinschaftlich zusammenhalten. Und hier ist mal wieder so ein Thema, wo wir wirklich zusammenhalten müssen. Hier um eine 85-jährige Frau, die definitiv unsere Hilfe braucht. Und wo wir einfach Seite an Seite mit ihr zusammen kämpfen werden gegen ein riesengroßes Immobilienunternehmen. Wir brauchen dazu eine Menge Geld, um A, Miete zu bezahlen, um die Rechtsanwaltskosten zu begleichen und einen Rechtsanwalt zu bezahlen. Bitte tut mir einen riesen Gefallen. Wir werden hier am, Elki, welcher Tag war das? 22.8. Am 22.8. mit Sherman Ra ein riesengroßes Konzert im Kastanienwäldchen gehen. Super Stimmung, super Laune. Da werden bestimmt ganz viele Leute kommen. Kommt bitte vorbei, unterstützt uns, weil wir komplett A, die ganzen Tageseinnahmen dort spenden. Aber wir brauchen da ein bisschen mehr Geld. Wir brauchen nämlich jeden einzelnen von euch. Jeder Euro, jede 5-Euro-Scheine ist uns da herzlichst willkommen. Bitte helft uns. Eine Kontonummer wird es demnächst auch noch geben, dass wir da vielleicht da auch einen Spendenaufruf machen können, aber erstmal tut mir den Fall, macht Umschläge fertig, bringt sie ins Kastanienmädchen in die Residenzstraße 109 in Reiningdorf. Täglich ist sie ab 16 Uhr eröffnet. Schreibt einfach den Namen Oma Margarete da oben rauf und dann kommt das an den richtigen Ort und dann werden wir mal zusehen, ob wir nicht die großen holländischen Immobilienfirmen hier vielleicht ein bisschen kleiner machen in Berlin. Aufforderung auch an die Politik, ist ja gerade Wahlkampf und mir ist das wirklich latte, ob ihr von der SPD, CDU, von den Grünen, von den Gelben seid, schließt euch hier mit an, kämpft für alte Leute in unserer Stadt, ist wirklich wichtig. Und vielleicht habt ihr auch hier aus eurem Wahlkampfbudget noch ein paar Euro für uns übrig, dass er sagt, wir unterstützen eine Reiningdorfer Rentnerin. Ja, machen wir das so? So machen wir das. Wir kämpfen und wir brauchen euch. Danke.